Guten Morgen, was gibt's denn heute? Schnee. Yeah. Also, ich und der Eisbär, wir fahren jetzt zusammen Fasching in die Schule. Was ist das? Das ist mein Clown. Achso, das ist der Clown. Meine Frau hat 10 Minuten für mich. Fantastisch. Das ist ja fast schon wie eine hochkarätige Politikerin. Was machen wir denn in 10 Minuten? Marlies, hast du dir die Haare gewaschen? Da ist was anders. Nee, das ist mein neues Haar. Neuhaar? Ja. Neuhaartransplantation. Ja. Jetzt sind vedische Weisheiten. Das klingt schon schön. Yeah, lecker. Jetzt sind die Energy Balls von gestern. Das ist der letzte. Das sieht aus wie dieses, was in den Vogelfutternetzen drin ist. Genau, Köttbullar. Maisbällchen. Wollte ich sagen, 2,50 Euro haben 3 Stück gekostet. So viel Geld hast du bezahlt dafür? Na, ich ja nicht. Ist ja das. Also, Mr. Buddhist, Hinduist, kommt drin und sagt: Energiekugel. Dennis hat dann 2,50 Euro rausgekramt. Ja, bitteschön, ich habe hier eine Spende von 2,50. Das ist super, da kriegst du einmal die Energiekugeln. Hat ihm 2,50 Euro gegeben und dafür hat er 3 Energieballs bekommen. Der redet auch so, also der redet wirklich so. Dann hat sich Dennis bei mir beschwert, dass wir sie vor 3 Jahren schon mal gekauft haben, auch vor 2. Und hat sich beschwert bei mir, dass er damals keins abbekommen hat. Und ich die alle aufgegessen habe. Er hat gesagt, na, isst du die jetzt? Und er meinte, nö, ich mach mir nur Stadt drauf, das kannst du haben. Also total bescheuert. Jetzt esse ich. Ich esse den jetzt auf, Dennis. Ich esse den jetzt auch. Das ist der letzte. Energieball. Und wenn du mir in 2 Jahren wieder kommst, von wegen, du hast keinen abbekommen, lass den Pisch her. Musst dir wieder eine neue kaufen. Fakt ist, Dennis hat nochmal 2,50 Euro drauf bezahlt. Nochmal mehr. Weil er wollte auch noch die CD haben. Bei einer Hörenspende würden sie noch eine CD mit Mainz dazu kriegen, weil ein tolles Buch über vedische Weisheiten. Aha. Ja, und guckt ihr den. Schaut euch den Vlog von gestern an, ist witzig. Willst du Brot? Nein? Wieso nicht? Mama. Auf Ja, mach auf. Entmeldung. Alright. Jetzt ein Teil auf eBay, ein wunderschönes Teil. Mann, ich hab zuvor sowas noch nie gesehen. Also das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Das ist eine Bronzeuhr. Vermutlich eine Wiener Arbeit. Also eine Wiener Bronze. Vermutlich. Weiß ich nicht. Signatur habe ich nicht entdecken können.
Aber es ist von der Art her, es ist so geil gearbeitet, so genial gemacht. Ich zeig's euch mal kurz. Achtung! Tada. Noch nie gesehen, noch nie gehabt. 169 Abonnenten haben wir. Ey, es wird nicht mehr. Ist unglaublich. Naja, ich habe gestern Abend noch ein bisschen rumgespielt, gestern Nacht noch ein bisschen mit Effekten, Sound. Ich werde ein kleines Intro reinbasteln jetzt immer. Und also, das werde ich jetzt mal machen, ab heute. Und dann schauen wir mal, wie das ankommt bei euch. Das Uhrwerk läuft nicht. Ja, das muss ausgetauscht werden. Das hat mal Feuchtigkeit bekommen, offensichtlich. Aber es ist, wie gesagt, darum geht es ja wohl wahrscheinlich gar nicht. Überall sieht man die Maserung hier eingearbeitet in die Bronze. Das ist wirklich genial. Also ein traumhaftes Stück. Diese Emaillemalerei, die Platte hier hinter, ist mit Emaillemalerei verziert. Es ist eine Metallplatte mit Emaille überzogen, mit dem Schilfrohr hier in. Irre, was für ein tolles Stück. Ich konnte keine Markierung entdecken. Hersteller oder irgendwas, Signatur. Hier ist der Pinöpel ein bisschen verbogen. Vielleicht ist aber auch der verbogen. Aber ich denke, man hat einen flachen Stand. Also ist der ein bisschen hochgebogen, müsste man zurückbiegen, aber mit äußerster Vorsicht, oder man lässt es einfach so. Ich habe es jetzt jahrelang so stehen gehabt. Das Uhrwerk, ja, das sollte man mal herausnehmen und mal richtig durchschauen, was damit los ist. Wie gesagt, mir sieht es nach Feuchtigkeitsschaden aus, weil hier auf der Sekunde sieht man einen kleinen Rostfleck. Ja. Also da wird mal vielleicht irgendwie Feuchtigkeit reingekommen sein. Ja, ist ja auch hier drin korrodiert. Also es ist alles noch original belassen. Ich habe da nichts dran gemacht an dem Teil. Wobei man es ja auch gegen ein sehr hochwertiges Werk austauschen könnte. Also wenn man da ein Patek Philippe Werk reinhängt oder so. Wow, was für ein Stück. Also dann ist es wirklich einmalig. Dann hat man richtig was Tolles. Also wow. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett auseinandergebaut. Vielleicht sollte man das mal tun. Also sprich, alle Teile zerlegen und jedes Teil, weil man kann es ja demontieren. Schrauben dran, hier überall, da, da. Und dann könnte man glatt sich mal jedes Teil angucken und wirklich schauen, Mensch, wo ist da eine Signatur? Ist da vielleicht eine Signatur oder nicht? Aber es sieht aus, als hätte schon mal jemand tatsächlich an den Schrauben, war schon mal jemand dran. Es ist aber ein einmaliges Stück. Ich habe sowas in noch keiner Auktion gesehen. Es gibt schöne Uhren, es gibt wirklich tolle und sehr ausgefallene Uhren. Aber sowas habe ich in noch keiner Auktion gesehen. Das Werk, da habe ich auch noch keine, mich noch gar nicht schlau gemacht, was das für ein Werk ist. Sein könnte. Werktyp. Die Glasscheibe hinten zur Abdeckung. Die hat einen kleinen Chip hier oben. Am Rand. Aha. Ist aber im Rahmen noch eingefasst. Also das kann man auch ohne weiteres. Denke ich mal, zwei Löcher sind gebohrt worden. Na, hier um diese Schlüssel sozusagen. Diese Einstellung für die Uhrzeit hier in der Mitte. Und den Aufzug hier an der Seite. Um das zu gewährleisten. Die Scheibe vorne ist facettiert und sieht gut aus. Da gibt es keine Beschädigung. Diese Schwanenflügel hier an der Seite sind toll, sind wirklich toll. Ja.
Schnecken sind auch irre. Genial. Also naturalistisch ist es genial gemacht, weil hier, wo frei ist, dann kommen ja diese Augen raus, ne, bei den Schnecken. Und da, wo sie näher dran sind, an Kontakt kriegen könnten, da ziehen die sich zurück. Die ist so fein gearbeitet, die Uhr. Das Uhrengehäuse. Hier ist überall Maserung eingraviert oder mit Maserung verziert und Mustern. Hier Holzmaserung oder Wurzelmaserung. Wasser, Schilfrohr, Sonne, toll gemalt im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, da hinten drin. Ja, das ist eigentlich ein Stück, das wollte ich eigentlich nie weggeben. Ja, das ist wirklich... Ich habe einmal den Fehler gemacht und habe sowas weggegeben. Habe es bereut. Ja, ich habe gutes Geld bekommen, okay. Aber ich habe es bereut. Aber ich muss es halt einstellen. Was soll's. Ich muss es einstellen. Ich mache es euch. Ich zeige es euch mal. Mal gucken, ob sich da jemand findet oder so. Und wenn nicht, also dann bin ich auch nicht sauer. Das ist ein tolles Stück. Werdet ihr so schnell nicht wiedersehen. Also gar nicht mehr eigentlich. Wie gesagt, Uhrwerk läuft nicht. Das muss gemacht werden komplett. Da gehe ich mal von aus, sollte man tauschen. Das Zifferblatt lässt sich vermutlich noch restaurieren, wenn man es so haben will. Man kann natürlich auch ein schmuckvolleres reinbauen. Aber es ist kein gewölbtes wie von einer Taschenuhr oder so. Ja, es ist kein gewölbtes Blatt. Es ist ein sehr flaches. Also es ist wirklich eine schöne Tischuhr aus dem Jugendstil. Sieht sehr nach einer Wiener Arbeit aus und um 1900 halt herum. Ja. Tolles Stück. Dennis, der Müll müsste mal rausgebracht werden. Du bist dran mit Mülldienst. Ah Mann, ich bin gerade an einer Entscheidungsfindung, für wie viel soll ich diese Uhr einstellen, die bronzene? Da muss ich mich da gestern, weil ich nicht mehr gewohnt war, so viel zu essen, übergeben. Hast du echt gekotzt? Dennis, ey, dafür machen wir aber kein Essen, dass du einfach wieder rauskommst. Ja, ich habe normalerweise Alzheimer-Bulimie. Also ich weiß ja sonst immer nach dem Essen zu kotzen, aber diesmal hat es geklappt. Konnte sich der Körper dran erinnern. Das ist Dennis kurz. Na Soldat, Meldung? Ich gehe mit so einer Vorkommnisse. Schön. Na, dann. Kann ja mal vorkommen. Ja. Sozusagen. Die Konkurrenz. Konkurrenz? Dort bitte nicht. Next Bike. Ah, ein schönes Sofa. Die Dude, die hier dran sind, natürlich die Füße. So ein Möbelfuß kostet. Ja. Ja, wenn du sie brauchst, kostet sie Geld. Also ich hoffe mal, ist ne? Ja. Was hast du dafür gezahlt? 3 Euro. Und habe nicht gehandelt. Ein schöner Tag ist es heute. Mit viel Sonne. Also wirklich, wirklich toll. Wirklich schön. Bin wieder bei der Schule meiner Tochter. Hol sie jetzt ab, weil heute ist Fasching. Habt ihr ja gesehen vorhin. Sie ist der Eisbär. Und sie möchte in diesem Eisbärkostüm nicht im Schulbus, hat sie gesagt. Und freut sich immer, wenn sie abgeholt wird, weil dann ist sie auch viel schneller zu Hause. Jetzt habe ich aber gesehen auf dem Hinweg, wir hatten ja einen Unfall. Der Gegenfahrbahn. Nun überlege ich, wie wir zurückfahren. Müssen wir einen anderen Weg nehmen. Dann sind wir doch wieder länger unterwegs. Aber dann wäre es im Schulbus noch länger unterwegs. Im Schulbus, mit dem Schulbus dauert das, dann kommt sie um 5, manchmal erst, manchmal 5:30. Also das ist auch schon vorgekommen, 5:30. Das war, glaube ich, das längste, was sie gebraucht hat. Und sie hat um 15:30 Uhr Schluss.
Also das muss nicht sein. Anderthalb Stunden sind schon lange genug. Aber zwei Stunden nochmal nach Hause wie. Nee. Machen wir nicht. Oh, ist das ein Chaos hier. Ist ja unglaublich. Ja, halt den gut fest, bitte. Weil wenn ein Fenster offen ist, kann er auch rausfliegen, ne? Warum machst du das auf? Damit ich besser sehen kann hier. So, mein Schatz. Mein Schatz. Wie war's? Toll. Was habt ihr gemacht alles? Ich hab mich schminken lassen. Aber mein Krokodil ist jetzt weg. Was für ein Krokodil? Es ist immer noch Stau. Normalerweise fahren wir hier rauf. Siehst du, und wir fahren hier runter. Weil wir dann immer noch schneller sind, als würden wir da durch den Stau fahren. Da sind wir. 46 Minuten.